Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Wir spielen zu Hause und ich denke mal, da muss ein Sieg her. Wir freuen uns sehr, gerade weil wir, glaube ich, eine Reaktion zeigen wollen nach dem letzten Spiel. Da kann das Spiel gar nicht schnell genug kommen, weil wir alle hoch motiviert sind und ein deutlich anderes Gesicht zeigen wollen. Erzgebirge Aue ist tatsächlich ein, ich würde sagen, gestandener Zweitligist mit vielen Qualitäten. Gegen dem, was man so teilweise denkt von dieser Mannschaft, dass sie in erster Linie nur verteidigen, ist das nicht der Fall. Aber es hängt eben nicht alles alleine an einer Person oder einer Position oder auch an einer Ordnung oder einem System. Niemals ist irgendeiner auf der linken Seite alleine. Es ist unsere Aufgabe, denjenigen auch entsprechend zu sichern, zu schützen, ihm zu helfen, falls er ein Problem bekommt. Auf der anderen Seite ganz genauso. Und wenn wir die Seiten im Griff haben, dann geht das ganze Spiel wiederum weiter im Zentrum. Das nennt man dann eben gemeinsames Defensivverhalten in einem Defensivverbund. Und dafür werden wir jetzt die Woche nochmal trainieren und darauf hinarbeiten. "22 Punkte hört sich schon mal ganz gut an. Letztendlich hätten wir, glaube ich, mehr haben können. Wäre, glaube ich, vom Gefühl her ein bisschen besser, entspannter. Aber das ist ja das Schöne am Fußball, es bleibt immer spannend. Und es ist natürlich jetzt schon so, mit dem, was Stück für Stück passiert ist, aber auch überhaupt, dass es schon wesentlich ist, dass wir am Freitag einfach anders auftreten und vor allen Dingen als geschlossene Einheit das Spiel angehen."